Für die Realität gibt es kein Drehbuch, keins für den Amoklauf in Erfurt, keins für Winnenden. Über beide Tatorte haben wir berichtet, vor allem über die Sensationsgier der Medien. Beim jüngsten Amoklauf in Ansbach dann vor 2 Wochen ergab sich zunächst ein anderes Bild in den Zeitungen. Die Schüler wurden nur gepixelt gezeigt, die Würde der Opfer scheinbar gewahrt. Haben die Medien womöglich dazugelernt? Tina Schober ist nach Ansbach gefahren, auf den Spuren der Medienmeute. Das Gymnasium Carolinum in Ansbach. Vor 2 Wochen stürmt hier ein Schüler den Unterricht, verletzt mehrere Mitschüler mit Brandsätzen und Axthieben. Tagelang ist die Tat in den Schlagzeilen. Hunderte Journalisten kommen nach Ansbach, stellen unentwegt Fragen. Auch an die Oberbürgermeisterin. Die ist überwältigt vom Ansturm der Medien. Das ist eine Flut von Medien, von entsprechenden Übertragungswegen, von Teams, die da unterwegs sind. Und die haben sich im Endeffekt eigentlich nur durch die Polizei, die ja alles abgesperrt hatte, was irgendwo sensibel war, im Endeffekt zurückhalten lassen zum Teil. Die Gier nach neuen Bildern, umfassenden Informationen und möglichst auch Emotionen scheint grenzenlos. Das weiß auch der Schulleiter. Er stellt sich der Presse in unzähligen Interviews. Sowas ist grundsätzlich nicht fassbar. Ich war noch nie in so einer Situation. Und es geht halt, also es ist ein schwieriger Bereich. Sie müssen sich also schon überlegen, welche Informationen Sie rausgeben. Er hat, denke ich, nicht so viel Medienerfahrung vorher gehabt. Er hat es aber trotzdem sehr gut gemacht. Und er hat sich wirklich schützend vor seine Schule, schützend vor seine Schüler gestellt und hat auch deshalb diese doch ziemlich starke Belastung, die dann zusätzlich durch die Medien entstanden ist, auch abgefangen. Auf einer Pressekonferenz wurde er zum Beispiel ganz konkret zum Täter befragt. Ich habe dann darauf keine Antwort gegeben, weil ich einfach nicht spekulieren will. Ich kann da keine genaueren Auskünfte geben. Und dann habe ich gelesen, das ist ein ziemlich bekanntes Presseorgan, da stand dann so quasi zwischen den Zeilen, ich hätte etwas zu verbergen, weil ich diese Auskunft nicht gebe. Doch Journalisten wollen Auskunft, auch von den Schülern. Die können das Geschehen nicht begreifen, stehen noch unter Schock, als sie auf die ersten Journalisten treffen. Mich hat also gewundert, was mir Schüler erzählt haben, dass also Journalisten durch die gesamte Ansbacher Innenstadt streiften und Leute, die halt wie Schüler aussahen, also angesprochen haben, so in der Hoffnung, dass da dann schon ein Treffer dabei ist. Ein Treffer, ein Augenzeuge zum Beispiel. Und einige Journalisten gehen noch weiter. Sie bieten Schülern Geld, zum Beispiel für ein Foto des Täters. Oder Geld dafür, dass man seine Brandwunde zeigt. Oder, das habe ich also aus sehr verlässlicher Quelle, der besagte Schüler, der aus der 13. Jahrgangsstufe, der sich als Feuerwehrmann hervorgetan hat, da hat man bis zu 800 Euro geboten, um seine Handynummer herauszubringen. Miese Tricks. Doch der Schulleiter und seine Kollegen warnen ihre Schüler vor dem leichtfertigen Umgang mit den Medien. Da haben wir also auch den Schülern nahegelegt, sie sollen sich überlegen, was sie sagen, weil der Frager ist sicherlich nicht an ihrer Person interessiert, sondern an gewissen Informationen. Und wir haben ihnen auch nahegelegt, sie haben auch das Recht, nichts zu sagen. Doch Schüler, die nichts sagen wollen, sind für Journalisten wertlos. Und so versuchen Einzelne, mit allen Mitteln an scheinbare Augenzeugenberichte zu gelangen. Einem Schüler wurde angeboten, gegen Geld einen vorgefertigten Text vorzulesen und das als eigene Stellungnahme auszugeben. Für die Schüler des Carolinums zu viel. In der Fränkischen Landeszeitung formulieren sie ihren Ärger, kritisieren die Medien. Die Schüler finden klare Worte für das Verhalten der Journalisten. Manchen Medien scheint jedoch selbst jegliches Verantwortungsbewusstsein bei der journalistischen Arbeit verloren gegangen zu sein. Und sie verurteilen die Medienjagd.
Schüler, die die furchtbaren Ereignisse an ihrer Schule gerade zu verarbeiten beginnen, werden durch Telefonanrufe von privaten Fernsehsendern in der Hoffnung auf spektakuläre Informationen ohne Rücksicht auf ihren seelischen Zustand belästigt. Nun sind die Journalisten weitergezogen. In Ansbach herrscht darüber Erleichterung. Also erstens einmal sind wir froh, wirklich froh, dass die alle weg sind. Und niemand von uns hat also ein Bedürfnis, noch irgendwas an die Presse oder an die Medien weiterzugeben. Journalisten haben mit der Tat viele Seiten und Sendungen gefüllt. Über den Einsatz der Helfer wurde dagegen zu wenig berichtet. Die Menschen in Ansbach vermissen in den Medien Botschaften wie diese. Das ist wichtig für die Menschen vor Ort, dass da eben ein Zusammenhalt da ist, dass das mit den Hilfskräften, mit den Einsatzkräften, dass das alles funktioniert hat. Das wäre eine wichtige Information gewesen. Ich habe auch eine Resonanz dazu gekriegt, nämlich warum ich zum Beispiel mich nie bedankt hätte. Ich habe mich bedankt bei den Einsatzkräften, aber es ist halt einfach nicht gesendet worden. Und zwar nicht nur einmal. 2 Wochen sind vergangen seit dem Amoklauf in Ansbach. In den Medien darüber nur noch wenig. Die Journalisten sind alle weg. Schüler und Lehrer am Carolinum machen sich Mut. Wir schaffen es. Doch eine Erkenntnis bleibt. Was wir sicherlich mitbekommen haben, ist also diese Aussage, dass Medien die vierte Gewalt sind, allerdings mit der Betonung auf Gewalt.